could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Season in Clash Royale und ich werde hier mal wieder eine Challenge machen. Heute werden wir versuchen, nur mit dem Riesenskelett zu gewinnen. Der Rest sind nur Zauber, aber zwei davon können uns schon mal sehr gut unterstützen. Einmal der Spiegel und einmal der Klonzauber. Das Ganze kann natürlich mit einem Riesenskelett schon mal ordentlich ballern. Kleiner Nachteil ist natürlich, dass das Riesenskelett und auch der Klonzauber nur Level 9 ist, aber wir testen das Ganze direkt mal in der Runde. Ich denke mal, das Ganze wird nicht einfach werden. Eventuell stelle ich auch noch ein bisschen was am Deck um, aber erstmal lassen wir es so. Wir wünschen unserem Gegner viel Glück und hoffen, dass wir das erste Weihnachtsmatch in der neuen Season hier gewinnen. Aber ich denke mal nicht, dass das Ganze hier eine schnelle Challenge wird, sondern wir werden wahrscheinlich wieder einige Zeit brauchen und jetzt erstmal den Eisenmagier direkt zum Riesenskelett nailen. Und jetzt müssen wir eigentlich gar nichts mehr machen, weil die Bombe das, denke ich, schon einfach klären wird. Auch wenn die Level 9er Bombe natürlich nicht die allerstärkste ist, aber wir haben ja auch noch ein paar Spells. Jetzt habe ich leider keinen Nado auf der Hand, sonst könnten wir den Schweinereiter direkt noch weghauen. Aber den Nado habe ich ja eben schon gesetzt und der Feuerball hat ihn leider nicht vollständig weggekickt. Aber bis jetzt sieht es so aus, als könnten wir noch was rausholen. Ich setze erstmal hinten ein weiteres Riesenskelett. Jetzt setzt er da eine Queen. Eventuell werde ich das gespiegelte Riesenskelett jetzt an der Brücke bringen. Ich weiß noch nicht, ob das Ganze so schlau war, aber wir machen das Ganze mal und gucken, wie er auf unseren Angriff reagieren wird. Okay, er setzt noch weitere Elite-Barbaren. Ich wollte einen Nado spielen, der relativ schlecht war, weil ich eigentlich den Eismagier ran-nadeln wollte, aber die Bomben klären zumindest das mit den Einheiten und hauen alles, was noch so da war, weg. Aber Damage haben wir noch keinen durchgebracht. Das Ganze wird natürlich ziemlich krass. Wenn wir einmal am Tower sein sollten, dann können wir ordentlich viel Damage machen. Natürlich hier Kampfholz und Feuerball reicht leider wieder nicht aus, um den Schweinereiter zu töten. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich muss mir wirklich mal den Nado aufbewahren. So, wir starten wieder hinten links mit dem Riesenskelett rein und hoffen, dass wir dieses Mal einen etwas besseren Angriff hinbekommen werden. Wir setzen natürlich das gespiegelte Riesenskelett mit in den Angriff wieder und versuchen jetzt mal die Barbaren da irgendwie anders aufzuhalten mit dem Feuerball. Aber leider sterben die Riesenskelette, aber noch nicht ganz. Es könnte sein, dass sie diesmal durchkommen. Ich mache noch einen Wutzauber drauf, aber leider wird der Wutzauber nicht reichen, um sie an den Tower zu bekommen. Und die Bomben explodieren einfach irgendwo im Nirgendwo und kommen leider nicht mal an den Tower ran. Ich habe jetzt auch gerade noch ein bisschen Elixier vorlaufen lassen. Diese Runde war leider nicht. Und ich würde sagen, wir versuchen es in einer anderen Runde. Aber ich denke auf jeden Fall, dass wir hier noch was rausholen können. Und dass das Deck eigentlich mit einer guten Taktik funktionieren kann. Zweite Runde, um genau zu sein. Und ich hoffe, dass die zweite Runde direkt auch die Siegesround wird. Wir hätten eventuell nicht direkt das Riesenskelett spielen sollen, sondern erstmal warten sollen, bis wir auch dann das Riesenskelett spiegeln können. Nämlich, das ist eigentlich immer am schlauesten, wenn man so ein bisschen das Ganze kombiniert, damit man direkt zwei Riesenskelette setzen können. Jetzt nado ich mal, auch wenn das Ganze jetzt nicht unbedingt vonnöten war, aber es sah cool aus. Und wir setzen jetzt schon mal das zweite Riesenskelett und schauen, ob die sich da durchboxen werden. Es sieht bis jetzt noch gar nicht so aus, aber wir werden auf jeden Fall noch versuchen, irgendwie einen guten Feuerball zu spielen. Und der trifft sogar nur einen. Leider habe ich den Bowler nicht gehittet. Das war also nicht ganz so stark gemacht, aber eventuell schafft es sogar unser Riesenskelett durch. Und ich klone es nochmal. Eventuell zwei Bomben, die den Tower hitten. Ne, leider nur eine. Aber eine macht schon ordentlich viel Damage, wie wir gesehen haben. Spielen, glaube ich, erstmal unser Kampfholz drauf und schauen dann, wie wir weiter vorgehen wollen. Können jetzt auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Damage versuchen anzurichten an dem Elektro-Riesen und werden gleich eben mit dem zweiten Riesenskelett auch den Elektro-Riesen versuchen aufzuhalten. Jetzt hat er irgendwie unseren Tower aktiviert. Das war jetzt gar nicht mal so schlau von ihm. Keine Ahnung, was er damit erreichen wollte. Und wir naden den jetzt auch nochmal zurück, damit ein bisschen weniger Damage am Tower durchkommt.
kommt hier ein Blitz, der ist natürlich nicht so schmackhaft für uns, aber ein Feuerwolf lockt erstmal seine Einheiten so ein bisschen weg und der Bowler stirbt jetzt auch erstmal. Und wir haben eben den konstanten Damage-Vorteil, den nimmt er uns jetzt glaube ich auch erstmal nicht. Es sieht schon richtig gut aus eigentlich, dafür, dass es die zweite Runde ist, läuft es hier echt, echt gut. Ich glaube, das ist gefühlt noch einfacher als unsere Mega-Ritter-Challenge, bis jetzt auf jeden Fall. Wir müssen natürlich jetzt wieder hinbekommen, den Elektro-Riesen aufzuhalten. Werden natürlich auch gleich wieder Nadon, damit er kaum Damage durchkommt und eventuell jetzt noch einen schönen Feuerball reinbringen, damit die Einheiten unsere Riesenskelette in Ruhe lassen. Setzen auf jeden Fall jetzt wieder viele Sachen, damit wir den Bowler treffen und gleichzeitig auch schon den Tower so ein bisschen abfacken von ihm. Jetzt wird natürlich das nächste Riesenskelett versuchen, den Elektro-Riesen aufzuhalten. Jetzt können wir leider nicht spiegeln, was natürlich echt dumm ist. Und mein Nado war richtig, richtig bad. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Dadurch haben wir den Damage-Vorteil leider verloren. Aber wir haben extrem viele Zauber und können uns so den Damage-Vorteil wiederholen. Ja, das war jetzt richtig schlecht gemacht von mir. Aber ich hoffe, ich kann das Ding trotzdem noch für mich entscheiden. Und er hat auch einen Blitz. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Das heißt, wir sollten am besten wirklich nochmal einmal zumindest an den Tower von ihm durchkommen. Und das Ganze werden wir jetzt mit einem Wutzauber auch versuchen. Und werden natürlich noch währenddessen so ein bisschen mit Zaubern unterstützen unsere Einheiten und hoffen, dass unser Riesenskelett irgendwie an den Tower kommt. Es sieht leider nicht danach aus, aber wir können jetzt noch einen schönen Feuerball blähen, um nochmal ein bisschen mehr Damage da anzurichten. Und er blitzt leider unseren Tower die ganze Zeit. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Wir müssen also unbedingt nochmal durchkommen, um hier Damage hinzubekommen. Wir lassen unsere Einheiten wütend werden, Sam da auch nochmal rein und versuchen irgendwie so was Ordentliches hinzubekommen. Aber es sieht leider noch nicht danach aus, dass wir das Ganze für uns unbedingt entscheiden werden. Vor allem, weil er die ganze Zeit den blöden Blitz spammt. Wir müssen also jetzt unbedingt nochmal durchkommen und das Ganze werden wir jetzt auch versuchen, mit aller Kraft irgendwie mal was durchzuboxen. Jetzt auch mal seine Einheiten Nado und eventuell jetzt nochmal einen Spiegel rein. Einen Klonzauber rein, aber er seppt und eventuell hätten wir gewonnen. Er freut sich auch. Das kann ich nicht leiden, ey. Die Runde hätte sowas von unsere sein sollen. Sehr, sehr ärgerlich. So, neue Runde, neues Glück. Es ärgert mich immer noch sehr, dass ich die Runde eben nicht gewonnen habe. Es ist jetzt sogar schon 2 Runden danach, aber ich glaube fest an den Sieg, weil es seitdem halt eben machbar für mich aussieht. Es sieht jetzt nicht so aus, als wäre das Ganze nicht schaffbar, weil ich eben fast schon gewonnen hätte. Und ich will jetzt unbedingt das Ding nach Hause holen. Und wenn ich einmal ein Riesenskelett an den Tower bekomme und das auch noch klone, dann wird das Ganze schon sehr viel Damage machen. Das Ganze müsste ich unbedingt mal versuchen, aber ich mache immer den Spiegel und der Spiegel ist, glaube ich, auch nicht so übertrieben smart. Wir werden jetzt wieder Nado spielen und hoffen, dass ein Nado reicht, um das Ganze aufzuhalten. Und es kommt kein Hit durch, das hätte ich nicht gedacht, und er lässt unser Riesenskelett an den Tower. Was hat der denn für ein Problem? Das ist natürlich sehr, sehr praktisch für uns. Er geht weiter auf den Push und wir müssen natürlich jetzt versuchen, mit unseren Spells ein bisschen was zu verhindern vom Damage. Und das Ganze läuft gar nicht mal so schlecht. Und wir haben sogar schon den Tower auf der linken Seite. Also so hätte ich niemals gedacht, geht das Ganze hier zu Ende, dass wir einfach einen Tower holen, ohne dass die Bomben eine Rolle spielen. Aber das liegt halt daran, dass der Gegner extrem schlecht gespielt hat. Und jetzt müssen wir einfach nur das Ding hier aussetzen und hoffen, dass wir das Ding für uns entscheiden. Das Ganze wird natürlich mit etwas Arbeit klappen, denke ich. Wir spielen einen Nado und aktivieren damit den King Tower, genauso wie geplant. Nur leider haben wir sehr, sehr viel Damage an unserem Tower kassiert. Das Ganze war natürlich nicht so geplant, war auch nicht gut gemacht von mir, aber ich hatte eben nicht die besten Spells mehr zum Verteidigen, weil ich die schon benutzt hatte. Und wir werden wieder Nado spielen, ein bisschen früher, deshalb wird das Ganze eventuell schlecht gewesen sein, aber es ist doch nicht schlecht, weil wir eben den King Tower schon aktiviert hatten. Problem ist, dass wir zwar jetzt Damage-Vorteil haben auf den einen Tower, aber unser Tower auf jeden Fall noch fallen wird. Wir müssen also weiter offensiv reingehen und hoffen, dass wir das Ding noch holen können. Wir setzen natürlich jetzt zur Verteidigung ein Riesenskelett und noch einen Feuerball zu Unterstützung, auch wenn wir dann das Riesenskelett leider nicht mehr spiegeln können, was natürlich auch sehr ärgerlich ist, aber irgendwie verteidigt unser Gegner auch gar nicht, was übel dumm von ihm ist, und so können wir das Ding auf jeden Fall für uns entscheiden. Jetzt gehen wir mal weiter offensiv rein und versuchen uns den zweiten Tower zu holen mit einer Doppelbombe, und ich hoffe, die eine Bombe kommt auch ran. Ja, beide Bomben waren dran und damit haben wir auch den nächsten Tower geholt. Jetzt habe ich leider gerade nichts allzu Gutes gegen den Loon, aber wir werden den jetzt nochmal so ein bisschen mittiger wegziehen, damit er keinen Damage durchbekommt.
Sieht auf jeden Fall bis jetzt sehr, sehr gut aus und ich glaube, das Ding ist für uns entschieden. Das lag aber auf jeden Fall auch am Gegner, der hat sehr, sehr schlecht verteidigt. Aber ich bin super happy und finde es sehr, sehr nice, dass wir diese Runde für uns entschieden haben. Wir hätten gefühlt noch den King Tower holen können, weil der Typ einfach noch nie was von Verteidigen gehört hat.